ich habe jetzt einen See vor der Nase und das ist für viele junge Familien ausschlaggebend. Bis es dann diese komplette touristische Nutzung gibt, wo also jeder mit seinem Schlauchboot, mit seinem Faltboot, mit seinem Segelboot kommen kann, braucht es dann halt tatsächlich die öffentliche Freigabe der Seenkette. Also Herr Zenker, ja, das war ja dann doch in diesem Jahr so ein bisschen die überraschende positive Nachricht aus Großrheschen, dass hier eine Teilfreigabe für Boote im ersten Schritt möglich sein wird. Heute ist es soweit. Was bedeutet denn jetzt genau diese Teilfreigabe? Es ist natürlich ein großer Zugewinn für uns hier in Großrheschen, weil da wir ja schon zu den Kommunen gehören, wo die Infrastruktur am weitesten gediehen ist. Wir haben den Hafen im Trockenen gebaut. Jetzt sieht man, dass er richtig viel Wasser hat. Unsere Seebrücke haben wir am Trockenen gebaut. Und da hatten wir natürlich auch mal die Kritiker und die Skeptiker auf unserer Seite, die dann gesagt haben, wird sowieso nie was, das Wasser kommt nicht, das gelingt nicht. Insofern ist das natürlich schön, dass nun auch die Kritiker erleben, dass das Lauzer Seenland sich weiterentwickelt, dass der Großrheschener See in Betrieb geht. Und für so eine Kleinstadt ist das natürlich auch ein enormer Impuls. Wir merken das, dass die privaten Investoren, die in den letzten Jahren vor allem Wohngebäude errichtet haben, jetzt schon nachfragen, habt ihr noch Bauland, können wir irgendwo ein paar Ferienhäuser bauen, dass schon die Ersten jetzt über ihre Bauanträge nachdenken. Also da merkt man schon, dass das Seenland wirklich auch einen Impuls auslöst. Und das hoffen wir ja alle, dass sich auch Menschen hier wohlfühlen. Und wir sind ja auch gut unterwegs als Wirtschaftsregion, auch Großrheschen als Wirtschaftsstandort. Und zunehmend wird es eine Frage, Menschen dafür zu begeistern, hier in der Lausitz zu bleiben oder herzukommen. Und da ist natürlich so ein See und wir hoffen ja bis Ende Juni auch das Baden möglich zu machen, ist natürlich ein Riesenimpuls, wenn die Leute sagen, das ist Lebensqualität, ich habe jetzt einen See vor der Nase und das ist für viele junge Familien ausschlaggebend. Dennoch reden wir von einer sogenannten Teilfreigabe, das heißt, ich sehe zwar Boote und kann jetzt nicht einfach hier mein Boot nehmen und selbst wenn es nur ein Schlauchboot oder ein Kanu wäre, kann ich nicht einfach reinsetzen. Was bedeutet diese Teilfreigabe eigentlich? Ja, das ist eine Einschränkung, mit der wir tatsächlich leben müssen. Das war auch im Vorfeld eine lange Diskussion, bis es dann diese komplette touristische Nutzung gibt, wo also jeder mit seinem Schlauchboot, mit seinem Faltboot, mit seinem Segelboot kommen kann, braucht es dann halt tatsächlich die öffentliche Freigabe der Seenkette. Und das muss dann durch das Bundesland Brandenburg geschehen. Bis dahin werden diese Nutzung vor allem auf privatrechtlichen Regelungen, also auf vertraglichen Regelungen laufen. Und es war auch im Vorfeld eine ganz spannende Frage, wer hier die Kontrolle ausübt, wer halt die Haftungsfragen lösen muss. Das macht also die sehr viele Seiten bei den 13 Seiten Vertragswerk aus. Und weil halt die Bootsfahrer nachweislich belehrt werden müssen, haben wir uns dann gemeinsam darauf verständigt, hier den Ilse Seesportverein zuerst an den Start zu schicken. Die haben 60 Mitglieder, sind auch bereit, Gastmitglieder aufzunehmen. Und darüber kann dann sichergestellt werden, dass die Mitglieder des Ilse Seesportvereins auch durchaus Gastmitglieder dann noch nachweisbar belehrt werden, dass sie also wissen, wie dicht sie ans Ufer können, wo sie ein- und aussteigen dürfen. Das ist auch eine Sicherheitsfrage. Insofern ist das natürlich auch von der LMBV als Modellprojekt zu verstehen. Denn wir sind hier der erste große See in Brandenburg, der in Betrieb geht. Und wir werden dann auch die Erfahrungen sammeln, wie sich die Menschen verhalten, welche Probleme vielleicht noch auftauchen, die man jetzt gar nicht vermutet. Und insofern haben wir uns auch vorgenommen, am Jahresende dann uns zusammenzusetzen und zu schauen, was geändert werden muss und ob es vielleicht tatsächlich gelingt, den nächsten großen Schritt schon 2025 zu machen. Wir haben heute gehört, 14 Genehmigungen gehen insgesamt an den Start. Das heißt, 14 Boote darf man hier offiziell sehen maximal. Ist es denn möglich, noch jederzeit noch eine Sondergenehmigung zu bekommen? Gibt es da so eine Maximalzulassungszahl? Nein, die gibt es nicht. Also da müsste man dann halt tatsächlich vielleicht über eine Gastmitgliedschaft reden beim Seesportverein, das ist verabredet. Und dann können Anträge nachgereicht werden, wie der Landrat das gesagt hat. Also wer da sich informieren will, kann sich an die Stadt wenden oder kriegt auch Informationen hier in der Touristinfo. Dann würden wir das organisieren. Also grundsätzlich ist die Zahl 14 keine Obergrenze, sondern es sind auch noch weitere Boote auch für dieses Jahr möglich. Und reden wir nochmal über das Baden. Jetzt haben Sie so ein bisschen die Zielstellung unter Druck gesetzt. Komm, Mitte Juni, das wäre schon schön, wenn wir da die Freigabe kriegen. Woran scheitert es da, beziehungsweise was sind da die Hürden noch zu nehmen? Das braucht nochmal eine gesonderte Genehmigung durch das Bergamt, durch die LMBV. Und dieses Baden unterliegt dann dem Brandenburgischen Wassergesetz. Das Brandenburgische Wassergesetz ist da durchaus kompliziert. Da muss eine Allgemeinverfügung her, die muss öffentlich bekannt gemacht werden. Das muss alles geleistet werden. Leider ist Deutschland, was diese Regularien anbelangt, durchaus ein kompliziertes Land. Nicht nur da, oder? Ja, und dann dürfen wir Tonnen auslegen. Wir wollen also dann den
Badebereich auch mit Tonnen auslegen, damit die Leute wissen, wie weit sie mit ihrer Luftmatratze rausschwimmen sollen und dürfen. Wir müssen den Leuten sagen, dass das Baden erstmal ohne eine Badeaufsicht sein wird, also ohne Rettungsschwimmer. Das ist rechtlich zulässig, aber ja, nicht ganz ideal, das will ich sagen. Aber auch das war in dieser kurzen Zeit nicht lösbar, weil es ist nicht nur eine Geldfrage. Man findet so schnell gar keinen Rettungsschwimmer und gar keine ausgebildeten Fachkräfte. Deswegen, das muss alles noch gelöst werden. Dann wollen wir die Tonnen hinlegen. Wir wollen noch Lösungen finden für die sanitäre Versorgung, weil ja natürlich nicht von jetzt auf gleich ein Sanitärgebäude dasteht. All das wollen wir lösen und dann hoffen wir, dass es dann bis Mitte Juni soweit ist, dass das Baden dann mit ungetrübter Freude losgehen kann. Verdient denn die Stadt jetzt schon die ersten 9 Euro mit den Genehmigungen? Nein, keinen einzigen, sondern diese Startphase wird für uns vor allem Geld und Aufwand bedeuten, abgesehen von den vielen Kopfschmerzen, die wir aber gerne investiert haben. Es ist so, dass wir sehen müssen, zum Beispiel die Strandberäumung, das sind alles Kosten, die man da hat und es gibt bei uns weder eine Tourismusabgabe bisher, das hat ja auch in Senftenberg Jahrzehnte gedauert, ehe das soweit war. Wir haben auch im Haushalt dafür nichts planen können, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung diese Fragen noch gar nicht im Raum standen. Aber wir haben uns geschworen, wir wollen es irgendwie hinkriegen. Wir sind in Großrheschen sturmerprobt, können improvisieren. Zum Glück haben die bisherigen Stadtverordneten das auch alles so mitgetragen. Das darf man überhaupt nicht geringschätzen. Und wir werden auch die notwendigen Beschlüsse jetzt noch in der letzten Stadtverordnetenversammlung der aktuellen Wahlperiode fassen. Zum Beispiel eine Badeordnung, eine Hafenordnung. Das ist alles nicht so ganz trivial. Und damit auch die Voraussetzungen schaffen, dass es losgehen kann. Aber dass wir damit Geld verdienen würden, nee, also diese touristische Infrastruktur kostet vor allem Geld. Aber das wussten wir vorher und damit müssen wir umgehen, weil die Leute freuen sich natürlich, dass es irgendwie endlich jetzt losgehen kann.